Guten Truck! Alle miteinander. Wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Cluster Truck. Da steht Coal anstatt Goal. Was? Wo wir heute auf jeden Fall Steampunken wieder werden, weil Coal. Ja, also du startest das Spiel und weißt sofort, yo, das ist definitiv mein Zuhause auch, nicht? Also das. Das startet hiermit. Das startet hier. Was genau muss ich zu diesem Spiel überhaupt noch sagen? Außer das startet hiermit. Was denn? Was denn wollen von mir? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Warte mal, ganz ruhig. Ganz ruhig. Entschuldigung? Also, was jetzt? Was genau möchte dieses Meisterwerk jetzt von mir? Cole. Ja, das habe ich soweit verstanden. Aber was kann ich dagegen tun? Was? Ich komme da hinten ja auch nicht weiter. Das Haus geht ja wieder runter. Muss ich mich umdrehen? Ne, muss ich mich hier schon umdrehen? Oh, ihr Schweinebacken. Oh, ihr Schweinebacken. Man muss direkt rückwärts gehen. Wie gemein ist das denn, Alter? Okay, was war das denn jetzt? Ist das Ding jetzt aber direkt hochgeklappt? Ich verstehe gar nicht, was hier passiert. Es passiert so viel auf einmal. Aber gut, dann Steampunk. Gut, passt dann wenigstens. Also jetzt, weißt du, das ist jetzt dann so ein bisschen. Also so, es geht ja aus Ende zu, leider so tragisch ich das auch finde. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel so geliebt. Auch wenn es nicht vielleicht. Auch wenn es vielleicht nicht immer so gewirkt hat, aber doch, das Spiel habe ich abgöttisch quasi. Das war so warum? Warum? Nee, ist gut. Nee, ist gut. Pass auf, wir machen den hier klar. Jetzt springen wir ganz in aller Seelenruhe hier direkt mit drüber. Nein. Okay, geh, okay, geh, okay. Na, wieso? Ja, ich liebe dieses Spiel sehr. Es ist so herrlich. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber das ist gut. Das ist eine schöne Sache. Das Chaos in diesem Spiel hat wenigstens Methode. Also das im Grunde gehört das ja dann quasi schon zum Design dieses Spiels dazu. Und deswegen, weißt du, musst du einfach damit rechnen und willst, kannst und wirst du auch damit rechnen, dass, wenn du dieses Spiel spielst. Und das ist herrlich. Also wir sind also quasi, weißt du, in einem, oh Gott, in einem sicheren Hafen der Liebe und der Zuneigung und der wir fahren jetzt alle LKW Phase. Da sind wir jetzt drin. Ich möchte doch nur dahin verlehen. Wir haben übrigens, habe ich mir sagen lassen, in der letzten Episode deutlich natürlich zu wenig gedichtet und gesungen. Deswegen werden wir natürlich da jetzt hoffentlich irgendwann im Laufe der Episode quasi, weißt du, für Ab-Dingsbums sorgen. Und dann da ist das Ziel. Da hinten ist das Ziel. Da hinten steht auch Goal und nicht Coal. Ich habe aufgepasst. Das heißt Goal und nicht Cole. Das wäre natürlich schön, wenn dann irgendwie klickst du da drauf. Das ist natürlich nur im deutschen Sprachgebrauch dann irgendwie valide, aber das macht gar nichts, weil. Aber ich gleiche das dann wieder aus, weil ich bin ja invalide. Wenn man dann so eine rote Ziellinie. Das im Prinzip spielen wir Monopoly. Wir überqueren eine rote Ziellinie quasi und dafür kriegen wir dann Kohle. Das ist Wahnsinn. Warum bin ich jetzt an dieser dummen Häuserkante hängen geblieben? So ruhig mal durchsetzen, Arschkrampe. Weißt du, den muss man nicht immer direkt sagen, Häuserkante. Er muss sterben, Alter, das ist schrecklich. Rücken in Rektal. So. Jetzt weiß ich genau, pass auf. Ich weiß genau, ich bin zu schlau, warum ich, weshalb ich dann den Truck verhau. Grunzen kann ich, fliegen nicht, deswegen, hab ich einen Stich. Nein, doof, Kampe. Was ist passiert? Ich habe keine verdammte Ahnung, was gerade passiert ist, aber Level 8-4. Was genau war das jetzt, bitteschön? Ich sehe im Hintergrund Explosionen auf mich zu. Ja. Nee, ist gut. Nee, ich bin nicht beleidigt, wenn man mich mit LKWs bewirft. Nee, ich komme mir gerade vor, als würde so ein beleidigtes Kind sagen, sondern nee, du bist aber ganz schön doof. Hier werfe ich jetzt LKWs vor den Kopf. Weißt du, wie früher im Sandkasten. Da gab's, früher hatte ich mal quasi, also jetzt beinahe gesagt, ich hatte mal einen Freund. Mich würde mal interessieren, ob diese entsprechende Person von dieser Geschichte, die ich jetzt anfange zu erzählen, überhaupt weiß. Wahrscheinlich nicht. Das war damals so. Das war eine Bekannte von meiner Mutter und die hatte dann auch irgendwie einen Sohn. Und die hatten irgendwie ein Haus mit so einem kleinen Garten dahinter. Und das war absolut fantastisch da. Und da habe ich mich natürlich dann immer sehr darauf gefreut, da spielen zu dürfen, weil heilige Scheiße, verfickter einer Garten, weil wir hatten ja keinen. Und dann haben wir da dann gespielt. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, warum er das getan hat. Also ich meine, gut.
Wobei ich jetzt allerdings auch sagen muss, wie alt war ich da? Keine Ahnung. 3 höchstens. Oh, Gott sei Dank. Höchstens irgendwie 3 oder so. Und da hat er dann einfach mir wirklich mit Anlauf so eine Hake vor den Kopf gehauen. Also eine dünne Plastikhake, so ein Spielzeugding für den Sandkasten. Und das war fantastisch. Ist da hinten jetzt Goal oder Coal? Das ist natürlich. Die schießen. Was ist das überhaupt? Was verbindet Steampunk damit? Also jedenfalls hat er mir, um das erstmal abzuschließen, eine verdammte Hake in die Fresse gehauen. Und die. Okay. Und die Abdrücke davon, die hatte ich tagelang später noch auf der Stirn. Das war fantastisch. Also es war tatsächlich auch mit einer gewissen Wucht verbunden. Wie er diese als Kleinkind aufgedingsbums bekommen hat, ich habe keine verdammte Ahnung. Aber das war dann so. Was allerdings jetzt Steampunk damit zu tun. Was? Muss ich jetzt auf eins von den Geschossen da hinten kommen, oder was? Da ist einer. Okay, den haben wir schon mal gekriegt. Jetzt hatte ich eigentlich im Grunde genommen schon. Ach du Scheiße, Alter. Das heißt, immer kurz nachdem es hängen macht, im Grunde genommen springen. Und dann erscheint der da irgendwann mal. Und dann erscheint der nächste. Und so müssen wir dann an den Dingern lang balancieren. Du liebe Zeit. Also jetzt machen wir aber auch mal. Anfangs war das noch so ein bisschen. Im Prinzip war das anfangs noch so ein kleines bisschen wie so ein Actionfilm. Mittlerweile ist das einfach nur noch over the top. Ich wollte gerade sagen, erscheint doch bitte. Schieß, 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 schieß. Komm, geh in das Ziel rein. Yes! Alter, oh, das Spiel ist so unendlich befriedigend. Auf einmal, das ist pure Hektik und pure Panik und pure Angst. Und ich habe keine verdammte Ahnung, was zu 99% passiert. Aber wenn es dann funktioniert, ohne Scheiße, es gibt wenige Spiele, die so gut anfühlen wie Cluster Truck. Wow, das ist die 10. Episode, das muss ich mir mal vorstellen. Das war damals als One-Off gedacht. Ich bin in der ersten Episode und in der zweiten wahrscheinlich auch komplett am Rad gedreht, weil ich überhaupt keine verfickte Ahnung habe, was das Spiel von mir wollte. Aber irgendwann, keine Ahnung, irgendwann habe ich das Spiel lieben gelernt und es war fantastisch. Was sollen mir diese blauen Streifen sagen? Sind wir irgendwie gerade auf. Wir sind, glaube ich, auf der Überholspur. Das heißt, schätze ich mal keine langen Sprünge. Wenn ich das jetzt gerade. Weil jedes Mal, wenn ich einen Doppelsprung gemacht habe, kam ich nicht mehr hinterher. Dankeschön. Spiel, danke. Scheiß Game Design schon wieder. Weißt du, habe ich jemals gesagt, dass ich dieses Spiel mögen würde? Das stimmt natürlich nicht. Wie könnte ich sowas nur behaupten? So eine dreiste Lüge. Weißt du, wir sind ja nicht bei der heiligen Scheiße. Also wir sind ja nicht beim Boulevard, wo wir Lügen erzählen, durchgehend und so. Nein! Nein! Du hast mich verlassen. Ich habe mich auf dich verlassen. Ich habe gedacht, okay, du und ich, wir können eine gemeinsame Zukunft aufbauen und sagen, wir machen das jetzt zusammen und dann bist du einfach verschwunden, hast mich allein hier sitzen lassen mit meinem Kind namens Cluster Truck und mit meinem Kind dem Willen, dieses Level zu besiegen und hast mich einfach sitzen lassen. Nein, du, ohne mich, hättest du mal, was ist jetzt das Videospiel-Äquivalent zu einem Kondom? Hättest du mal einen Virenscanner genutzt? So, guck, den hättest du da mal gehabt, du Arschkrampe. Und dann stehe ich da und war wieder alleine und dann bin ich jetzt die alleinerziehende Kurzmutter, die einfach nur möchte, dass ihr Spiel glücklich ist und dass sie mit ihrem Spiel glücklich ist. Aber das lässt Spiel da nicht zu und dann sagt Cluster Truck und beziehungsweise der eine Truck, der mich da gerade verlassen hat, der kleine Wichser. Nennen wir ihn einfach mal Herbert. Ich verstehe sie, Herbert. Nicht Herbert. Nicht, dass ich jetzt irgendwie. Oh, mein Vater heißt ja Herbert. Was willst du mir denn damit jetzt wieder sagen? Erstens weiß ich natürlich, dass eure Väter Herbert heißen und zweitens, ja, kann ich auch nichts zu jetzt. So, alle Herberts machen sowas vermutlich auch. Man hätte sich das jetzt auch sparen können, darauf einzugehen, aber das wäre natürlich vollkommen lang gewesen. Warum würde man sich nicht in Teufel Küche reden, wenn man schon mal Cluster Truck spielt? Da muss ja dann quasi die guten Sachen miteinander vereinen und sagen, gut, warum auch nicht? Nicht wahr? Warum sind alle LKWs so gemein zu mir? Und ich frag mich sowieso, was der ganze Scheiß eigentlich schon wieder soll. So, guck, wobei, wir hatten ja gerade eigentlich sogar schon gedichtet. Das heißt, im Prinzip, oder dichter werden tun wir ja sowieso nicht mehr. Verstehst du? Weil wir nicht ganz dicht sind. Komm, jetzt nicht nochmal, geh da drauf. So, du fährst jetzt ganz normal weiter und jetzt lass mich in das Scheiß hier rein. Danke, meine Fresse, das war so schwer, nur nicht. Level 8, 8, ja. Egal, ist 88, hat man mir früher immer gesagt, weil bei einer 88 kann man nämlich. Die kann man sowohl aufrecht nehmen, als auch auf die Seite legen, dann sieht es immer noch aus wie der 88. Ist der Wahnsinn. Nee, warum auch immer ich plötzlich geflogen bin, ich nehme das gerne so hin und dann gehen wir da bitte genau drauf. Was geschieht? Mir fliegen LKWs entgegen. Ich werde das nicht mehr schaffen. So weit komme ich doch. Nee, jetzt nicht mehr. Nein! Keine verfickte Ahnung, was passiert ist. Ich habe keine. Oh nein, überall sind die Dinger. Überall sind die Dinger und werden mich umbringen.
Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie die Dinger dann quasi reiten, die da so an den Rändern stehen. Ja. Das ist jetzt das, was ich machen muss. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Nein. Hat mich eigentlich schon jemand daran erinnert, dass es eigentlich in dem Spiel auch ein Jetpack gibt? Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich vergessen. Gab's da auch ein Jetpack? Habe ich quasi, weiß nicht, aus meinen Erinnerungen gestrichen. Okay, ich kann auf der Unterseite von dem Ding stehen, allerdings wird das hier jetzt schon sehr, sehr knapp. Oh komm, nein! Oh nein, warum denn? Warum ist das denn so schwer? Aber gut, es ist die vorletzte Welt. Warum würde es nicht schwer sein? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage eigentlich, die so ein bisschen dagegen spricht. Aber wir sind weit gekommen. Das heißt, es gibt Chancen, auch für uns. Wir haben noch nicht Hopfen und Malz noch nicht verloren, aber diese gegenläufigen Bewegungen sind auch fantastisch. Das ist jetzt... Der neue Intimfeind von uns sind gegenläufige Bewegungen und diesmal keine Richtungswechsel. Das ist jetzt der nächste Endgegner sozusagen. Nein. Komm, bitte geh. Wie soll ich da überhaupt durchkommen, Mann? Kann mir das mal irgendwer bitte erklären? Bitte nicht. Ob die Muttern wohl Symbole sind? Das ist das, was die Developer damit ausdrücken wollen. Die Muttern betrügen uns. Und das ist quasi das Kindheitstrauma, das die Developer damit versuchen zu verarbeiten. Dafür haben wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Wir haben die ganze Zeit sind wir gesprintet über Produktions-LKWs und was auch immer ein Produktions-LKW ist. Aber da sind wir die ganze Zeit drüber gesprintet und sind durch verschiedene Zeitzonen und Laser und Krieg und so weiter gerannt. Und weißt du, dann kommen wir endlich bei unserer Mutter an. Und scheißen uns dann über den Haufen. Kommt, nein. Die scheißen uns dann über den Haufen. Das ist das Trauma, das ist die Message. Wir suchen wieder nach eben dieser und wir haben sie gefunden und sie ist schrecklich grausam und ich möchte einfach nur noch hier raus aus dem Level, bitte. Komm, bitte. Gib mir den, ne? Bitte fall nicht gegen die Dinger. Oh Gott sei Dank. Okay, das Zeitlupending ist echt extrem viel wert, gerade irgendwie in dieser Welt. Ich weiß nicht. Was? Aber Moment, ich muss da zwischendurch. Das haben wir, glaube ich, schon mal geschafft. Ich glaube, zwischen den zwei Dingern kann man durch. Ist das möglich? Die sind auf jeden Fall recht weit auseinander. Passe ich dazwischen? Können wir bitte auf... Warum schaffe ich jetzt nicht mal mit den ersten verdammten Sprung? Ist das mal gut hier? Kann ich hier durch? Ich kann hier durch. Oh, okay. Ja, nee, warum auch nicht? Ist normal. Ist alles normal. Nein. Wirf mir doch kein Dingsbums vor den Kopf. Ich wurde schon genug von Muttern betrogen. Oh, nein. Oh, bitte. Geh da durch. Wo ist das Ende? Nein. Lass mich jetzt nicht mehr runterfallen. Geh weg. Okay, pass auf, langsam. Oh nein, ich hätte drunter. Hätte ich drunter hergemusst? War das jetzt so, dass ich drunter hätte gehen können? Nein. Was? LKWs tun mir weh ganz oft. Und dann wein ich. Denn Mutter lässt auch mich im Stich. Was geschieht? Da ist das Ziel. Warte, nein. Ich hab den falschen Schulterknopf gedrückt, das gibt es doch nicht. Willkommen an der Stelle in jedem einzelnen Cluster-Truck-Video, an dem ich auf einmal nicht mehr dazu in der Lage bin, überhaupt noch mal zu einem Punkt zu kommen, an dem wir längst waren. Ich schaffe es absolut nicht mehr, diesen Scheiß hier vernünftig zu überstehen. Geschweige denn den Party hinter das hier. Schaffe ich nicht mehr, bin ich nicht mehr zu imstande. Ich habe keine Ahnung warum, aber scheinbar gehört das zu jedem Cluster-Truck-Video mindestens einmal dazu. Also das ist absolut fantastisch. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und genau. Auf einmal da, warum auf einmal da? Den Sprung, zum 140. Mal mache ich diesen Sprung. Beim 149. Mal auf einmal sagt der Spieler, nee, also heute dann jetzt aber nicht, das ist aber dann doof gelaufen, nicht wahr? Was zur Hölle, Mann? Ich will doch einfach nur dieses scheiß Level hier überstehen. Mehr will ich doch gar nicht. Diesmal mit dem richtigen Knopf. Diesmal mit dem. Nein! Ich will das Level nicht noch. Ich hasse dieses Level. Ich hab's zu oft gesehen. Ich will's nicht mehr sehen. Ich will dieses Level nicht mehr sehen. Geh weg. Lass mich zu einem anderen Mann, der mich glücklicher macht. Ich will nicht mehr. Langsam auf den. Aber jetzt hab ich meinen Dingsbums nicht mehr. Bitte. Geh. Ist mir scheißegal. Oh. Gott sei Dank, dieses Level hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist ohne Scheiß. Was zur Hölle? Apropos Hölle. Wir werden uns davon jetzt mal kein Level vorher noch angucken, weil das sehen wir uns dann definitiv für das nächste Video auf, meine Damen und Herren. Für einen weiteren Erguss in diesem Meisterwerk von Spiel, bitte like mal kaputt. Psch, psch, psch.
kloppen und so weiter und so fort. In den Kommentaren. Wie schlimm wird die Hölle? Wird sie dann, meine persönliche Hölle auf Erden? Und vor allem, wie wird der Boss aussehen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt aber einen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise, wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.